So, Freunde, euer Simon Matte. Und nochmal. So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Montag, es ist selbstverständlich Gym-Time. Ich bin hier im Uni-Gym, mir ist schwindelig, deswegen sitze ich. Ihr müsst es ein bisschen entschuldigen. Ich habe gerade trainiert. Und heute verrate ich euch, wie wir jetzt anfangen zu trainieren. Wie trainieren wir am Anfang der Diät, am Anfang unserer Diät, wenn ihr sie mitmacht. Ihr könnt es auch in jeder anderen Diätform machen, aber das ist schon sehr speziell auf den Mini-Cut bezogen. Auf den Mini-Cut, bei dem wir ein sehr starkes Defizit fahren für 2 Wochen. Nicht länger, macht es bitte, bitte nicht länger, außer ihr macht ein paar Refeeds und dann fangt ihr nochmal an. Das geht auch, aber erstmal 2 Wochen. Warum sitze ich? Weil es unglaublich kräftezehrend ist. Ich bin völlig platt, ich mache das jetzt schon ein paar Tage und das ist auch so eins der wichtigsten Punkte beim Training. Trainiert, ihr könnt, wenn ihr so ein hohes Defizit fahrt, könnt ihr nicht so intensiv und so voluminös trainieren wie sonst. Das heißt, wir trainieren etwas kürzer, das Volumen wird etwas kleiner pro Training und das ist der erste wichtige Tipp. Dafür trainieren wir jede Muskelgruppe 3-mal die Woche. Welcher Split? Ich werde jetzt den Oberkörper-Unterkörper-Split machen. Ihr könnt aber auch einen anderen Zweier-Split machen. Weiter aufsplitten würde ich nicht. Einen Ganzkörperplan würde ich euch auch nicht empfehlen, weil es meiner Meinung nach im Minicut einfach zu viel ist für den Körper. Zu heftig, zu viel. Deswegen aufgesplittet, dafür aber auch 6-mal die Woche bei mir. Ihr könnt es auch 5-mal machen und dann wiederholt sich ein Tag. Aber ich versuche schon 3-mal die Woche jede Muskelgruppe zu trainieren, Oberkörper, Unterkörper. Warum? Ich möchte ein bisschen mehr Fokus auf die Beine legen. Ich habe gemerkt, dass bei einem Push-Pull-Plan, wo ich die Beine dann so ein bisschen im Pull hatte, war immer Pull mehr als Beine und ich habe sie immer ein bisschen vernachlässigt. Ich möchte diesmal ein bisschen mehr die Beine fokussieren. Heute werde ich euch mal so ein bisschen mein Oberkörper-Workout zeigen und euch da ein paar Tipps geben, wie ihr in so einem starken Kaloriendefizit bestmöglich trainieren sollt, um meist oder am meisten von eurer Muskulatur zu behalten. Ihr werdet damit nicht aufbauen. Nein, werdet ihr nicht. Und ihr werdet höchstwahrscheinlich auch ein bisschen Muskulatur verlieren bei einer Diät, bei jeder Diät. Aber so eben am wenigsten. Und das A und O ist einfach, ihr müsst, ich wiederhole mich manchmal, weil wir haben viele Neue da und viele, die das erste Mal so eine Diät starten, ihr müsst versuchen, mit hohen Gewichten zu arbeiten und eure Kraft hochzuhalten. Das ist der wichtigste Punkt. Und da kommen wir direkt auch mal zur Übungsauswahl. Ich werde euch gleich so meine Favoriten vorstellen. Nehmt eine Übung für jede Muskelgruppe, außer bei Schultern, dann nehme ich 2, oder komme ich gleich zu, die euch am angenehmsten ist, bei der ihr am meisten Kraft habt. Es heißt nicht, es gibt ganz viele Pläne, die sagen dann, ihr müsst zum Beispiel Bankdrücken machen. Das stimmt nicht. Wenn ihr sehr lange Arme habt und das für euch gar nicht so eine angenehme Übung ist, wenn ihr da viel mit der Koordination beschäftigt seid, dann ist das in diesem Fall gar nicht die richtige Übung für euch. Für mich zum Beispiel auch nicht. Ich fühle ein, fangen wir direkt mal mit meinem Plan an. Ich fange sehr, sehr gerne mit einer Brustpresse an. Ich muss mich da nicht viel auf anderes konzentrieren. Mein Körper ist platt. Ich habe es letztens beim Bankdrücken mal gemacht, da ist mir schwindelig geworden. Das ist ganz normal, weil der Körper mehr arbeitet. Auf einer schönen Brustpresse, die auch ein bisschen zur Mitte geht, fühle ich meine Brust etwas mehr. Ich kann mit mehr Gewicht arbeiten. Und das ist eigentlich auch so der Tipp, den ich euch geben will. Sucht euch für jede Muskelgruppe eine zusammengesetzte Übung aus, also eine mehrgelenkige Übung aus, bei der ihr euch wohlfühlt, bei der ihr viel Kraft habt. Und dann macht immer einen Aufwärmsatz. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist noch ein Tipp. Ihr merkt, heute kommen ein paar Tipps. Warum aufwärmen? Wärmt wirklich jede Bewegung auf. Jede Bewegung, weil ihr, wie gesagt, in so einer starken Diät, in so einem starken Kaloriendefizit, wenn ihr keine Kohlenhydrate habt, sind die Gelenke einfach verletzungsanfälliger. Deswegen wärmt die Bewegung auf und dann machen wir, oder ich mache 4 Sätze mit circa, ich würde auch nie sagen 4x5 oder so. Nein, ich mache die ersten 2 meistens so mit 7 Wiederholungen ungefähr mit einem recht hohen Gewicht, sodass ich so gerade eben 7 schaffe und die letzten 2 Sätze mache ich dann nur noch so mit 5 Wiederholungen und steigere das Gewicht noch mal ein bisschen. Ich versuche sehr, sehr viel Gewicht zu nehmen, sodass ich die 5 sauber schaffe und eben möglichst mich bloß nicht in meiner Kraft minimiere über die 2 Wochen. Das ist eigentlich mein Hauptziel. Deswegen auch die Übungen wählen, die euch am besten liegen. Das heißt, wie gesagt, erste Übung, eine schöne, schöne Brustpresse.
Danach gehe ich sehr, sehr, sehr gerne an eine Rückenrudermaschine. Ich würde euch wirklich nicht empfehlen, eine Latzugmaschine zu nehmen oder Klimmzüge zu machen, sondern nehmt euch wirklich eine Rudermaschine, weil da habt ihr wirklich stärker den Fokus auf dem Trapez. Und das ist ganz, ganz wichtig, besonders wenn ihr eine schöne ästhetische Form haben wollt. Den Lat haben wir eh mit drin. Den habt ihr bei jeder Zugbewegung, bei jeder mehrgelenkigen Zugübung haben wir den Lat mit drin, egal ob ihr rudert oder von oben zieht. Aber den Trapez treffen wir einfach nicht so gut, wenn wir irgendwelche Latzuggeschichten machen. Deswegen, wir haben nur eine Übung. Wir fokussieren uns auf eine schöne Ruderbewegung und da nehme ich eine, wo ich schön nach vorne gehen kann, wo ich den Stretch rausholen kann, um eben den Lat mit drin zu haben und hinten komplett kontrahieren. Ich nehme gerne etwas, den etwas breiteren Griff, weil ich dann hinten die Schulterblätter noch besser zusammenziehen kann als bei so einem engen Griff. Da kommt man hinten nicht ganz so gut zusammen. Also ich nehme den etwas breiteren Griff, um richtig schön das Gefühl in den Trapez zu bekommen und da genauso gut warm machen und dann 4 Sätze, 7 bis 5 Wiederholungen. Mehr nicht. Dann gehe ich an eine Schulterdrückübung. Und auch da könnt ihr euch eine ausruhen. Ich habe letztes Mal die Military Press gemacht und hatte da völligen Kreislaufzusammenbruch. Deswegen ist es nicht das Richtige für mich, obwohl ich die Übung sehr mag. Hier gehe ich wirklich sehr gerne an eine Maschine, konzentriere mich wirklich nur auf einen Arm und mache da das Gleiche. Gut warm machen mit jedem Arm und dann auch wieder 4 Sätze, 7 bis 5 wiederholen. Und nehmt da wirklich eine, die euch von der Schulteranatomie am besten liegt. Ich merke einfach, dass ich, je älter ich werde, komischerweise, immer mehr die mag, wo mein Arm ein bisschen näher am Körper ist. Fühle ich besser, habe ich mehr Kraft und habe nicht so viele Schulterprobleme. Deswegen so meine Empfehlung. Aber wie gesagt, sucht euch da eine Maschine. Ihr könnt auch beidarmig machen. Ich würde euch aber keine Sachen empfehlen, die ihr im Stehen macht. Wenn wir bei den Beinen sind, werde ich euch da einen ganz wichtigen Tipp geben. Kann ich euch jetzt schon mal geben. Kniebeugen ist schwierig, Kreuzheben ist noch schwieriger in diesen 2 Wochen. Danach wird es was ganz anderes. Schultern ist der einzige Muskel, bei dem ich tatsächlich noch eine zweite Übung mit reinnehme. Und das ist das Seitheben. Ich finde wirklich, dass bei jeder Drückübung nicht ausreichend, wenn wir dieses ästhetische Bild haben, was ich und was viele von euch verfolgen, wir haben nicht ausreichend Belastung für die seitliche Schulter. Deswegen mache ich da nochmal 3 Sätze mit einem etwas moderateren Gewicht. Ich möchte mir da die Schulter nicht verletzen. Ich finde Seitheben mit zu viel Gewicht nicht so sinnvoll. Nehme da ein Gewicht, wo ich so 10 bis 12 Wiederholungen schaffe, mache da nochmal 3 Sätze, um die einfach zu fühlen, um auch fürs Gefühl ein bisschen Pump in der Schulter zu haben. Und danach, und das ist jetzt eigentlich optional, mache ich noch den Trizeps. Macht da wirklich 3 Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen. Eigentlich müsstet ihr den Trizeps nicht machen, weil wir genug gedrückt haben. Deswegen habe ich zum Beispiel den Bizeps in den 2 Wochen auch nicht drin. Durch das Ziehen habe ich den ausreichend drin. Den Trizeps nehme ich noch mit rein, weil er mir schon recht wichtig ist, dass er da bleibt. Aber vor allem eben so fürs Gefühl. Ich habe sonst wirklich das Gefühl, dass meine ganzen Muskeln weg sind. Also ohne, ich fühle mich so unglaublich schmal jetzt gerade. Deswegen auch der Pulli. Das ist noch so ein letzter Tipp, den ich euch geben will. Glaubt nicht, dass eure Muskeln verschwinden. Das tun sie nicht. Es fühlt sich aber wirklich so an und es sieht auch so aus. Deswegen zieht euch einen dicken Pulli an. Ihr werdet keinen Pump haben. Ihr habt nicht dieses typische Gefühl vom vollen, dicken Muskel. Ihr seid komplett ohne Carbs, ihr seid ohne Fett. Ihr habt eigentlich keine Energie im Körper und euer Körper will euch sagen, ist bloß. Deswegen zieht euch einen Pulli an, blendet das aus. Es wird nichts passieren in den 2 Wochen an Muskelverlust, wenn ihr eben sehr, sehr hart trainiert, sehr intensiv trainiert, mehrgelenkig trainiert und die Frequenz ruhig etwas hochschraubt und dafür das Volumen etwas minimieren. Und ja, das ist so mein Tipp für die ersten 2 Wochen. Danach wird das Volumen etwas größer und es wird auch ein bisschen mehr Spaß machen, das Training. Das verspreche ich euch, aber die 2 Wochen müssen wir jetzt durch. Ultra hart, aber glaubt mir, es lohnt sich. Es ist wirklich eine Abkürzung. In 2 Wochen erreichen wir so viel wie sonst in 4, 5 Wochen. Und da lohnt sich das Ganze, weil wir wollen ja noch einiges erreichen, meine Freunde. Deswegen macht unbedingt mit. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, macht ein Foto von euch vorher. Ladet es euch irgendwo bei euch hoch oder so. Ihr werdet unglaubliche Unterschiede sehen. Und ich bin unglaublich motiviert, auch wenn ich jetzt völlig platt bin. Ich freue mich riesig darauf. Und in dem Sinne, meine Freunde, abonniert den Channel, bleibt dabei, macht mit. Zur Ernährung kommt alles noch, alle Rezepte kommen noch, alle Tipps, wie wir durchhalten und so weiter. Deswegen abonniert den Channel, schaut auf Facebook, Instagram vorbei und die besten Supplements. Welche Supplements ihr braucht, kommt auch noch alles. Oder was heißt braucht, welche ihr nehmen könnt, welche ich nehme, kommt noch. Body Happy Nutrition. Bis dahin, euer Sio. Opa. Was? Das hast du vergessen. Was? Kaugummi. Komm, mit dir den Text beweist. Zeig ihn dir.